Und dann durften wir heute in Thüringen eine Sternstunde der Demokratie erleben. Was für eine Überraschung. Da wählen CDU, FDP und AfD gemeinsam den FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Mit gerade mal 73 Wählerstimmen, ja, mit 73 Stimmen hat es die FDP über die 5%-Hürde geschafft. Das heißt, für 5% der Wähler geht jetzt ein Traum in Erfüllung. Und an die anderen 95%, danke fürs Mitmachen. Dabei hatte ja Christian Lindner nach der Bundestagswahl diesen, ja, inzwischen schon historischen Satz geprägt. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Wir alle erinnern uns, die Bundes-FDP wollte mit 10,7% nicht regieren. Die Thüringer FDP sagt mit 5,0%, hold my beer. Jetzt heißt es, lieber mit Rechtsradikalen regieren, als nicht zu regieren. Ja, für den Erhalt der Demokratie muss man sich auch mal strecken. Die FDP hat aber eher den bequemen Weg gewählt und ist in die Höcke gegangen. Man muss das ganz klar sagen. Es ist der FDP und auch der CDU lieber, dass der Vertreter einer 5%-Partei mit den Stimmen von Rechtsradikalen Ministerpräsident wird, als dass mit Ramelow der Wahlsieger und Vertreter einer 31%-Partei Ministerpräsident wird. Das ist ein Demokratieverständnis, bei dem man denkt, vielleicht passen sie schon ganz gut mit der AfD zusammen. Thomas Kemmerich ist also ein Ministerpräsident von der AfD, von der FDP. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Man kommt durcheinander, ich habe keine Ahnung. Er ist ein Ministerpräsident von Höckes Gnaden, das kann man sagen. Also AfD, FDP, sagen wir einfach AfDP. Die AfD hat im dritten Wahlgang ihrem eigenen Kandidaten keine einzige Stimme gegeben, stattdessen für Thomas Kemmerich gestimmt, geschlossen. Ein taktisch brillantes Manöver, wirklich. Rommel wäre stolz gewesen. Und auch bei Thomas Kemmerich muss man davon ausgehen, dass er weiß, was er tut. Das hier war ein Originalwahlplakat. Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat. Und er hat verdammt gut aufgepasst in Geschichte, wie man an die Macht kommt, das muss man ihm lassen. CDU und FDP haben ja oft betont, dass sie Distanz wollten zur AfD. Und das tun sie jetzt in Thüringen. Sie arbeiten zusammen über die Distanz von 5 Jahren.